Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Was ist denn das für eine Blöre? Alkoholfrei. Boah. Da du ja noch fahren musst und deine YouTube-Community ja teilweise unter 18 ist, don't drink and drive. Nee. Martin, zum Wohl. Zum Wohl. Ich bin jetzt aber auch wirklich groggy. Wir haben heute den 99 cm Karashi-Koi eingesetzt. Olli ist in love. Ja, definitiv. Und ich bin insgesamt 7 Stunden im Auto bei über 30 Grad unterwegs gewesen. Ohne Klimaanlage? Ohne Klima. Caddy, VW Caddy ohne Klimaanlage. Dafür mit Schaltgetriebe? Nein, ich habe eine einwandfreie Klimaanlage. Weiß ich sehr zu schätzen. Olli, wir haben jetzt ein Jahr ungefähr, dass du hier dein Filtersystem komplett auf links gedreht hast. Du hast Bürstenfilter seit einem Jahr. Ich habe dich da Anfang des Jahres, glaube ich, im Juni schon mal gefragt, wie so dein Eindruck ist. Aber man muss das sowas ja mal wirklich über jede Saison sehen. Und ich bin heute hierher gekommen und hast du heute noch schon gefüttert gehabt? Also bis jetzt sind 3 Kilo Futter reingewandert. Der Futterautomat habe ich jetzt gerade weggemacht beim Umsetzen. Jetzt ist ja der neue Fisch auch drin. Jetzt steht er drüben, aber 3 Kilo Futter pro Tag gehen hier in diesen Teich. Und wie bist du mit der Wasserqualität zufrieden? Also ich glaube, man sieht es. Also Wasserqualität gigantisch, Abbaurate super, also ich habe überhaupt nichts Messbares am Ammonium, Nitrat, Nitrit, also nichts, was mich hier in dem Teich stört. Auch die Handhabung vom Bürstenfilter sauber machen, so easy, es macht einfach nur Spaß. Wie machst du es bei 3 Kilo? Der Extremfall war jetzt Olympische Spiele, da war ich insgesamt 4 Wochen nicht hier und 4 Wochen wurde 3 Kilo gefüttert. Und der Filter wurde zwar mal abgelassen, aber wurde nicht sauber gemacht. Und als ich zurückkam, ja, sicherlich ist Schmutz drin, aber alles überschaubar. Über 100 Kilo Futter sind da reingewandert. Genau, und ich habe das Standrohr ziehen lassen, aber im Endeffekt haben die den Filter nie sauber gemacht, weil ich gesagt habe, okay, ich will mal sehen, wie der Filter reagiert, wenn ich mal länger nicht da bin. Und ja, gigantisch. Also auch im zweiten Filter ist minimal Schmutz noch angekommen. Und ja, ich werde es auch irgendwann mal zeigen. Vielleicht Du hast ja ungefähr einen Quadratmeter an Strömfläche, ja. Wie stark ist jetzt die Pumpenleistung netto, die du durchhast? Also 2 Oase Expert, 80.000, ich denke, 40, je 40.000. Ich denke, dass 60.000 Liter effektiv ankommen werden. Und 1 Quadratmeter an Strömfläche. Genau. Und aber man muss wissen, bei Olli, das fragen Leute immer wieder, er hat unterhalb und oberhalb der Bürsten 20 cm freien Durchlauf. Also da kannst du Wasser wirklich ungefiltert durch. Da kann es sedimentieren, sonst irgendwas machen. Und das ist auch das Prinzip, nachdem dieser Bürstenfilter arbeitet. Das ist auch der Bürstenfilter, wie Konishi ihn hat. Olli hat die Trennwand, da wo die beiden Filter, dann, also 2 separate Filter, die mit dem 300er Rohr, glaube ich, verbunden sind. Ja. Und das hilft dann immer, dass das Wasser nach oben muss. Man kann auch mal beliebig eine Trennwand unten einbauen, dass einmal das Wasser wieder nach oben geschickt wird, dass es nochmal über die Bürsten muss. Aber es ist, wie Olli sagt, die Bürsten im vorderen Bereich sind in der Regel verschmutzt. Und nicht die im hinteren Bereich. Und so ist es auch so, dass vielleicht unter Umständen nur die ersten 10 Bürstenreihen regelmäßig gereinigt werden müssen und die hinteren dann wirklich nur noch als Biofilter agieren. Olli hat aber auch, muss man sagen, noch einen großen Biofilter hinten dran. Jetzt muss ich kurz eingrätschen, weil du hast gerade das 300er Rohr erwähnt. Also hinter dem 300er Rohr habe ich die Möglichkeit, eine PE-Platte reinzulegen, mit einer Führung, mit einer Nut. Wenn ich die reinmache, kann ich den vorderen Filter ablassen. Und den hinteren Filter mache ich eigentlich nur dadurch sauber, dass ich den Zugschieber dann ziehe, wenn das vordere komplett leer ist. Dann zieht das komplette Wasser aus dem hinteren Filter vorne, mache die Bürsten sauber und ich lasse den nochmal ab und das war's. Also momentan. Du normalerweise deine Bürsten auch nein, selber. Momentan mache ich die gar nicht mehr sauber. Ich bürste meine Bürsten nicht mehr. Nein, ich mache die Bürsten nicht mehr sauber, sondern wie gesagt, ich lasse das vordere Kammer komplett ab. Der PE-Platte ist drin, das heißt, der hintere Filter ist voll geflutet. Und wenn die vordere Kammer leer ist, ziehe ich es einmal komplett leer und der komplette Schmutz schießt nach vorne, macht die Bürsten sauber, ich lasse den Filter nochmal ab. Okay. Und das Ganze läuft wieder. Wir müssen es mal aufnehmen, ist jetzt schwer zu erklären, aber es ist wirklich, wirklich easy. Und schaffst du es dein Wasser, wenn du jetzt mal 5 Kilo füttern würdest, wird es irgendwann mal schmutzig? Weil ich bin ja jetzt abends gekommen und normalerweise kenne ich es, dass dann abends die Belastung schon deutlich sichtbarer ist als tagsüber. Also am Futter nicht. Ich sehe es dann eher, wenn ich wenig fütter und die fangen an, die Algen von der Wand zu fressen. Dann habe ich mehr Schwebstoffe drin. Also wenn ich weniger füttere, ist der Teich schlechter, als wenn ich viel fütter. Weil wenn die Fische anfangen, die Algen abzuknabbern, habe ich natürlich die ganzen Schwebstoffe von den Algen drin. Also die Wasserqualität ist eigentlich fast schöner, wenn ich viel fütter. Und wenn du jetzt ein Filter komplett ablässt und so wie du gesagt hast, spürst, wie viel Wasser fällt dann im Teich? Niveauunterschied ist, wenn ich es jetzt zeigen müsste,
ja, würde ich jetzt sagen 40. Wenn ich die Vorder ablasse, wenn ich beide ablasse, ein bisschen mehr. Deswegen normalerweise lasse ich auch beide gleichzeitig selten ab. Also wirklich, wenn ich mal richtig sauber machen will, mache ich so, wie ich gesagt habe. Habe aber die Möglichkeit, über den Brunnen relativ schnell Wasser wieder reinlaufen zu lassen. Von daher ist das, die Thematik auch schnell wieder erledigt. Und wir wissen ja, jede Köln, die Pavlok baut einen Teich dreimal. Du hast ihn schon 30 Mal gebaut. Ich habe auch irgendwie die Angst, dass du ihn das 31. Mal bauen wirst. Was wirst du denn anders machen? Also alle, die jetzt denken, dass ich jetzt sage, ich hau mir doch nochmal einen Trommelfilter da rein. Ich bin so happy, dass ich keine Elektronik mehr am Teich habe, die irgendwie ausfallen kann. Keine Niveauprobleme, keine, ja, alles Mögliche, was ich hatte, Lärmbelästigung. Also der Bürstenfilter, so wie er steht, würde ich 1:1 genau so wieder bauen. Den einzigen kleinen Nachteil, den ich habe, da ich keinen Keller habe, meine Abwasserleitung ist nicht tief genug. Das heißt, ich muss mein Schmutzwasser wegpumpen. Aber das ging hier in dem Fall nicht anders. Wenn man natürlich noch einen Kanalanschluss, der tiefer legt, würde man noch schneller das Wasser wegkriegen aus dem Filter. Das kann ich Ihnen auch sagen, dass Sie die Möglichkeit haben, Sie würden einen Bürstenfilter bauen und Sie haben die Möglichkeit, dort ein 200er Rohr als Abwasserrohr anzuschließen, bloß weil Sie 5 Meter weiter graben. Dann auf jeden Fall machen. Machen. Weil dieses 200er Rohr, das, was Olli gerade beschrieben hat, dieser Sogeffekt, ja, das ist so sensationell, wie viel Dreck da aus den Bürsten rausgerissen, ja, wird, wo man dann nicht mehr händisch rausmachen muss. Also das ist schon richtig, 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 richtig. Müssen wir mal einen Blog drüber machen, das muss man wirklich mal sehen. Also das ist echt, sieht krass aus. Ja, ich finde es gelungen hier, kleines Paradies. Ja. Ich glaube, es sind nur noch wenige Stunden und dann zieht hier jemand Neues ein, der eigentlich schon da ist, aber halt so noch verpackt. Genau, dann wird die Glasfront noch, also jeder, der denkt, der Teich ist nicht babysicher, da hat er natürlich recht. Es wird noch einmal komplett über die Terrassenhälfte eine Glasfront wie im Zoo hingebaut, so dass der Teich auch babysicher ist und dann kann es hier auch losgehen mit Kindern. Du freust dich? Ja, absolut. Bist du nervös? Komischerweise nicht, weil ich ja nicht weiß, was mich erwartet. Ich höre nur, ja, das hoffe ich doch schwer. Ja. Ich habe jetzt bei jedem Auswärtsspiel, bei jedem Training, ich fahre nur noch mit dem eigenen Auto, egal wo es hingeht, dass ich jederzeit zurück kann. Und ja, ich denke, dass es bald losgehen wird. Moskau wird schwierig. Ja, jetzt gucken wir uns noch ein bisschen das Wasser an. Das ist, wie viel Wasserwechsel machst du in der Woche? Wollte ich noch fragen. Unterschiedlich. Ist temperaturabhängig. Also ich mache Wasserwechsel jetzt nicht wegen den Wasserwerten, die sind eh immer top, sondern ich mache es auch ein bisschen temperaturabhängig. Dass, wenn jetzt Wetter wie heute ist, wechsle ich ein bisschen mehr, aber ich würde sagen, die Woche 10-15% auf jeden Fall. Mehr nicht? Nein, brauche ich nicht. Wenn ich natürlich die Filter ablasse, ist es mehr, aber das ist ja nicht jede Woche, von daher 10-15% und das komme ich ganz gut hin damit. pH wird mal gemessen? Ja, können wir gleich auch nochmal messen, aber alles im Lot. Cool, bin begeistert. Ich finde auch den Randabschluss hier schön mit deinen Steinen. Was ist das für ein Material? Ist das Beton, oder? Es ist durchgefärbter Beton und habe ich lange gesucht. Und ich habe bei Jürgen Kirchner auf der Seite einen Teich gesehen, den er gebaut hat, wo genau diese Materialien verwendet worden sind. Und die sind mir ins Auge gesprungen. Werden ganz schön warm im Sommer, aber das haben die Steinplatten so an sich. Aber mir hat das massive gefallen und die Platten waren auch noch bezahlbar. Gerade ist geil hier. Da hat die Sonne, ja, ist angenehm. Das ist so eine Sitzheizung. Auch nachts ist es Wahnsinn. Also wenn du nachts draußen sitzt, die Sonne schon untergegangen, du sitzt hier, das ist echt angenehm. Teilweise ist es barfuß ein bisschen heiß, aber damit kommt man klar. Super. Also Olli, jetzt gucken wir uns das Wasser hier noch an. Olli referiert über Bürstenfilter, finde ich gut, weil diese Erfahrungsberichte, das ist das, was die Leute hören wollen. Aber ich kenne viele Leute mittlerweile, die damit overhappy sind. Selber hau auf 10 Meter Bürstenfilter, oder ne, nicht mal 8 Meter Bürstenfilter, derzeit 10 Kilo Futter. Gut, ich muss ihn wöchentlich reinigen, das ist klar. Ja. Aber es ist unfassbar, wie viel da reingeht, wie man die belasten kann. Und ich würde auch nichts anderes mehr bauen. Definitiv. Und alle, die Angst vorm Reinigen haben, also ein gut gebauter Bürstenfilter, wenn er richtig durchdacht ist und gerade mit dem Abstand, was du vorhin gesagt hast, das ist einfach Gold wert, weil die Bürsten, die bleiben im Filter drin, die werden nie rausgeholt. Genau das, was früher immer das Theater war, wo alle drüber klagen. Ein bisschen Abstand mehr, 20 cm. Viele wollen dann wieder 10 cm. Da kommt man wieder nicht richtig hin. Auf eine Bürstenreihe mehr oder weniger kommt es nicht an. 20 cm Abstand, Bürste, 20 cm Abstand. Drüber 20 cm, drunter 20 cm, wo das Wasser frei fließen kann. Dann fließt das ganz langsam. Ein Teil vom Schmutz sedimentiert sich unten. Der etwas besser schwimmende Teil, der oben reinkommt, also der schwebende Teil, der sackt dann irgendwann ab, geht dann zwischendrin in die Bürste rein. So ist das Prinzip relativ einfach. Und ganz wichtig, wirklich, als Michael Rupp das System Bürste übernommen hat und bei mir gesehen hat, wie geil das funktioniert, dann hat er als erstes sich die Bürste angeguckt. Die mit dem Zickzackhaar, die viel, viel dichtere Bürste, die er auch über seinen Shop verkauft, das ist die Bürste, mit der das am besten funktioniert, glauben Sie mir. Diese normalen Bürsten, wo man auf dem Handel kriegt, mit denen ist das
meiner Erfahrung nach und ich glaube auch deiner Erfahrung nach nicht mal halb so drin. Ja. Ich will da jetzt nicht Genesis-Produkte verkaufen, sondern ich will wirklich sagen, dass dieses Produkt in dem Fall für meinen Geschmack viel besser ist. Ja, also ich hatte ja vor diesem Bürstenfilter, wie jetzt steht, einmal den gleichen gepumpt hinter einem EBF-Laufen. Und das war ein Prototyp und da waren die alten Bürsten drin, diese starren Spitzen, nicht gewellten. Und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, da bleibt viel, viel weniger Schmutz hängen. Also das ist wirklich Wahnsinn. Das ist Währungsreform. Ist gut, oder? Geht. Geht so? Ja, perfekt. Und welches Foto findest du? Ja, viele denken jetzt, ich stelle es dahin, weil du kommst, aber das steht da immer. Werbung. Ja, also Konishi Number One, nichts anderes fliegt rein. Kiloweise. Und die Fische... Ja, nehmen es dankend an. Also die sind so gierig. Ich würde jetzt gerne füttern, aber ich darf nicht. Neuer Fisch eingezogen. Nein, du darfst wirklich nicht. Wir zeigen es gleich mal im hier kleinen Teich. Baby. Aber, die Jungs sind gierig ohne Ende drauf. Schauen Sie sich das Wasser an nach 3 Kilo Futter an einem Tag. Das ist einfach ein Traum. Besser geht's nicht. Und die Wasserqualität, so wie du sagst, also ich messe momentan kaum noch. Wenn die Blasenbildung zu stark wird, also wenn ich sehe, dass die Blasen zu lange stehen, dann weiß ich, okay, ist mal wieder Zeit, den Filter sauber zu machen und man kriegt so ein Gefühl dafür. Und dieser Aktionismus, den ich früher hatte, alles muss immer perfekt sauber sein, bin ich lange weg und man sieht es wirklich, wann der Filter so weit ist, mal wieder sauber gemacht zu werden. Genau, das ist es. Und das ist, was ich immer sage, wer Koi verstehen will, muss Wasser verstehen. Wer die Schönheit von Koi lesen können möchte, muss Wasser lesen können. Und wer Wasser lesen kann, wird nie Probleme mit Fischen haben. Genau, was macht die gesundheitliche Geschichte? Du haust da jetzt richtig Futter rein. Hast du einen kranken Karaschi gehabt? Hast du einen Fisch gehabt mit Entzündung, Abstände, Schuppe, irgendwas? Nein. Also natürlich hat sich, als ich einen Teich neu gebaut habe, ist mal einer gesprungen, hat sich mal eine Schuppe angedetscht. Aber daran siehst du auch, wie gut der Teich läuft. Weil natürlich Karaschis sind vielleicht noch ein bisschen robuster, holen sich schneller, aber die Wunden sind so schnell verheilt. Viel Wasserwechsel, gute Temperatur und vernünftiges Teichmanagement, dann verheilt jede Wunde ohne irgendwelchen Mitteln und Antibiotika und was weiß ich was. Ich brauche hier gar nichts, um die Fische gesund zu halten, sondern... Jetzt hast du dich gerade angehört wie ich. Ja, ich weiß, ich höre dich wahrscheinlich auch zu oft, aber das ist nun mal so. Und ja, man muss dem Fisch auch mal die Zeit geben, sich zu erholen, bevor man irgendwie gleich wieder zum Mittelchen greift, sondern einem einfach das richtige Umfeld bieten und dann machen die das von ganz Kannst allein. Du das, was du hier mit deinem Riesenteich und Riesenbürstenfilter an Erfahrung gemacht hast, 1:1 ummünzen, auch auf deinen kleinen Teich hinten? Definitiv. Ich habe beim kleinen Teich einen Mini-Fehler gemacht. Da habe ich die Pumpenleistung zu hoch gewählt und hatte die Belüftung zu tief hängen. Der Teich ist 1,5 Meter. Der Teich drüben ist baulich, weil er schon da war, jetzt 2,20 Meter tief. Und die Belüftung war ganz am Boden. Das hieß, ich hatte dem Teich eigentlich gar nicht die Möglichkeit gegeben, dass sich die Schmutzpartikel an die Bodenabläufe ablaufen können, sondern ich habe die immer in Schwebe gehalten. Da habe ich die Pumpenleistung reduziert auf die Hälfte, habe die Belüftung hochgehängt auf 30 Zentimeter und seitdem ist der Glas klar und ich fütter wie ein Bekloppter. Ja, dann gehen wir jetzt an den hinteren Teich und werden da noch einen Block aufzeichnen. Und da werden sich sicherlich viele freuen. Olli, danke dir, dass du gerne hast uns mal wieder tief blicken lassen in deine Passion Koi und deine Vorstellung über das Koi-Hobby.